Und ich muss auch euch ganz ehrlich sagen, ich habe für mich beschlossen, dass ich jetzt nach diesem Jahr und allem, was jetzt dieses Jahr noch kommt, erstmal eine ganz große Pause brauche, was diese Themen betrifft, weil ich das einfach nicht mehr ertragen kann. Sage ich euch ganz ehrlich. Es ist mir einfach zu krass geworden. Normalerweise weiß ich ja immer, wo ich anfangen soll, wie ich Dinge einführe und was man so macht und habe mir einen Plan gemacht und so. Und jetzt weiß ich nicht, weil auch irgendwie heute alles so überraschend schnell ging, dass wir das heute online stellen. Ich kann euch nur eins sagen, wir gucken uns gleich etwas an und ich möchte, dass ihr darauf gut vorbereitet seid mental. Das bedeutet, wer sich aktuell, ich sage das jetzt, ich bin kein Freund der Triggerwarnung, das kennt ihr aus meinen Videos, es gibt keine Triggerwarnung, Achtung Schlange in 3, 2, 1, keine Spinnenwarnung, dies, das. Ich möchte aber, dass ihr euch das, was jetzt kommt, das ist noch relativ kurz, aber schon sehr eindrücklich, dass ihr euch das nur anschaut mit mir, wenn ihr das wirklich aushalten könnt. Und wenn ihr euch in einem guten, mentalen, gesunden Zustand befindet, und ich habe das schon mal von einem anderen Video gesagt, wenn ihr vielleicht einen Partner oder eine Partnerin gerade da habt, Freunde, Kind, Oma, Mutter, wie auch immer, wenn ihr alleine seid, dann bitte wirklich nur, wenn, oder vielleicht eine Freundin ans Telefon holen oder so, oder keine Ahnung. Weil das, was wir jetzt gleich sehen, ist für mich in meiner Karriere als Umweltschützer, die ja jetzt ein paar Jahre schon geht, schon mit Abstand das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und ihr kennt das, wer mich jetzt lange verfolgt. Ich habe viele, viele schlimme Sachen in meinem Leben gesehen, viele, viele schlimme Sachen gemacht. Und das war alles nicht so schlimm wie das, was jetzt kommt. Und da hat ein mittelgroßes Team, hat jetzt Wochen, Monate und fast über ein Jahr daran gearbeitet. Und da ist viel Recherche, Undercover-Arbeit und da ist viel involviert. Und alle beteiligten Menschen, denen geht es damit sehr schlecht. Ob das jetzt ein Max ist, ob ich das bin, ob das die Cutter sind, ob das die beteiligten Personen sind. Es sind auch Personen beteiligt, die wir nicht zeigen werden, dürfen und können. Und ich habe bewusst sogar Menschen ausgeschlossen von dem Projekt, weil ich nicht möchte, dass sie noch mehr mental belastet sind, als ich das ohnehin schon mit ihnen tue. Also ich habe ja verschiedene Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, in verschiedenen Teams. Und ich habe einige Menschen bewusst aus diesem Projekt ausgeschlossen, weil es zu krass ist. So. Und ich tue mich richtig, richtig doll schwer, das jetzt zu veröffentlichen, weil das Veröffentlichen bedeutet, es ist ein Video im Internet und ich habe wieder eine riesige Zielscheibe auf meinem Rücken. Die Angriffe werden folgen, die Morddrohungen werden folgen, die TikTok-Videos, die Instagram-Videos, die YouTube-Reactions von bis, ich habe keine Ahnung, ich lüge, ist alles Einzelfall, dies, das. Ich kenne das ja schon aus den letzten Veröffentlichungen und das ist so ein bisschen schwierig über die Jahre, wenn man immer und immer und immer wieder, egal was man macht, immer wieder eine draufkriegt, obwohl man weiß, dass es die Wahrheit ist. Und ich muss auch euch ganz ehrlich sagen, ich habe für mich beschlossen, dass ich jetzt nach diesem Jahr und allem, was jetzt dieses Jahr noch kommt, erstmal eine ganz große Pause brauche, was diese Themen betrifft, weil ich das einfach nicht mehr ertragen kann. Sage ich euch ganz ehrlich. Es ist mir einfach zu krass geworden und ich habe immer wieder in diese Thematiken reingehen. Was, wisst ihr, Tierschutzvereine oder Tierschutzbüros oder Sokos oder so haben ihre Themen. Dieses Thema. Das bearbeiten die, da sind die jahrelang dran. Und ich habe das Problem, dass ich ganz, ganz verschiedene Fässer immer aufgemacht habe und ganz verschiedene Themen bearbeitet habe und dass es einfach zu viel ist. Dass es einfach für einen Menschen zu viel ist, das zu verwenden und das damit klarzukommen. Und das Blöde an solchen Filmen oder das, was wir jetzt gleich online stellen, ist, dass ich mir das immer und immer und immer und immer wieder anschauen muss. Nicht nur da gewesen zu sein, sondern das zu reviewen, die Bilder zu bearbeiten, die Clips fertig zu machen, die Social-Media-Kampagne vorzubereiten, mit den Leuten sprechen, in die Vorrecherche gehen, mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Das ist total schwer. Und das tut weh. Und das tut auch weh, nicht nur, weil die Bilder so grausam sind, sondern weil ich selber ganz lange Bestandteil davon war. Und ich mich dafür sehr schäme. Und ich sage euch, da ist eine Thematik dabei. Ich habe mich noch nie so geschämt wie in meinem Leben wie dieses Jahr. Gut, jetzt will ich nicht so lange rumlabern, aber das, was wir jetzt gleich raushauen, wird Deutschland hoffentlich ordentlich aufrütteln im Laufe der nächsten Wochen und für eine große Veränderung sorgen. Deswegen habe ich das gemacht. Und
Da sind viele Menschen dabei, die ich an dieser Stelle einfach, denen ich Danke sagen muss, weil das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das ist der Verdienst von diesen Menschen, mit denen ich da war und über die ich teilweise noch nicht mal sprechen darf. Und das ist so scheiße, dass die Menschen, die mir das gezeigt haben und die eine tolle Arbeit machen, noch nicht mal die Anerkennung kriegen können, die sie eigentlich verdienen. Aber ich hoffe, dass ihr dabei seid, dass ihr das seht, dass ihr es hinterher, dass ihr die Kommentare lest und dass ihr die Veränderungen zu spüren bekommt. Das wäre für mich wichtig. Und schreibt nicht, was ich für ein geiler Typ bin und wie cool und sondern schreibt, wie geil diese Menschen sind, weil das ist das, was die verdient haben. Wir gucken uns das Ding jetzt gemeinsam an. Max, mach's live, ich gucke mir das jetzt hier im Stream an. Mach's online. Alles klar. Ich drück den Knopf. Drück den Knopf. Ja, okay. Ja, okay. Also schnallt euch an. Es wird unangenehm für 1, 2, 3 bis tausende Leute in Deutschland und wir gehen gemeinsam rein und sorgen für Veränderungen. Vielen Dank, liebe Mission Erde Community. Schnallt euch an. Bleibst du bitte dran? Okay. Ich bleib dran, alles gut. Okay. Mission Europa geht in Runde 3 und 4, liebe Freunde. Los geht's. Dieser Tag hat sehr, sehr tiefe Spuren auf meiner Seele hinterlassen. Ich habe hier eine Kontaktperson, die mich zu einem Ort führt, der allen Menschen in Deutschland eigentlich so verborgen ist. Ich habe 400 Hühner in 2 Jahren gerettet. Meine Mission ist noch beendet. Jetzt gehen wir in den Ferkelproduktionsbetrieb. Das heißt, dort, wo Ferkel hergestellt werden. Das ist mal unspektakulär, aber kenne ich so von Hühnerfarm. Das ist ein sogenannter Vorzeigebetrieb. Das kann ich dir ernst sein. Das kann ich... Alter. Einen großen Wert haben die Kümmerlinge ja eh nicht für die Tierindustrie. Jeden Tag müssen sie so eins produzieren. Bis sie sterben, ist noch ein Ei drin. Fließbandarbeit, Termine einhalten. Für mich ist das ein totes Baby, was da liegt, ein Lebewesen. Das ist das Fleisch, was man im Supermarkt kaufen kann. Sie rufen Tag und Nacht nach ihren Kindern. Ich kritisiere hier nicht den Landwirt. Ich mache dem System Vorwürfe und da sind alle beteiligt. Freilandhaltung. Das ist alles schrecklich. Das kann eigentlich unser Ernst sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe mich noch nie so sehr geschämt, Mensch zu sein. Jetzt ist raus. Er schreibt hier schon, das ist nichts Neues. Das stimmt so nicht, denn was ihr jetzt hier sehen werdet im Rahmen von Mission Europa 23 ist neu. Ihr werdet einen exklusiven Zugang haben zu etwas, was es so noch nicht gab, was so noch nie gefilmt wurde, zu Menschen, die sich noch nie öffentlich geäußert haben über diese Thematik. Und ihr werdet einige neue Dinge erfahren über euch selbst und über dieses Land und über diese Industrie. Ich freue mich dann schon die nächsten Wochen auf die Nachrichten, die E-Mails und so weiter. Und das kennen wir alles schon. Wie verharmlosend das ist. Das gute Ding ist, ich sag's diesmal nicht immer nur alleine, sondern es sind viele Menschen dabei, die mir beipflichten und das, was ich zeige, ist nicht ein Einzelfall oder ein Einzelbetrieb, sondern es ist 99% konventionelle Tierindustrie und Standard da draußen, das, was ihr sehen werdet. Also von daher, guten Appetit, hätte ich beinahe gesagt. Jetzt ist es raus, jetzt muss ich auch den Stream beenden, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Tut mir leid. Kann man, glaube ich, an dieser Stelle verstehen. Und ja, wir gehen dann, glaube ich, Ende der Woche oder so. Mal gucken mit dem ersten Teil online und ja. Dann gucken wir mal, was passiert. Hoffentlich viel. Gut. Maxine, danke. Ja.
alle Beteiligten da draußen, die ihr das jetzt hoffentlich mitkriegt und gesehen habt, danke für eure Arbeit. Und Community, jetzt kommt es auf euch an, wie sehr ihr das teilt, wie sehr ihr es publik macht und wie sehr wir dann für Veränderungen gemeinsam sorgen da draußen in Deutschland. Erst Deutschland und dann die ganze Welt. Ja? Gut. Ich gehe jetzt mal binär an, ja?